Hallo liebe Zuschauer, ich bin heute zu Gast bei Jochen Brömseklöten. Die Familie Brömseklöten stellt in der 7. Generation handgemachte Weihnachtskerzen aus Holz her, aus Wachs. Jochen Brömseklöten steht hier und er macht das alles alleine. Glück auf, Jochen. Glück auf. Grüß dich. Grüß dich. Glück auf. Glück auf. Jochen, du machst das alles selbst. Sag mal, wie lange arbeitest du an so einer schönen Weihnachtskerze? Ja, das kommt drauf an. Für eine kleine brauche ich 5 Minuten, für eine große brauche ich 12 Minuten, für eine mittelgroße 7 Minuten. Ganz große mache ich ganz selten, habe ich keine Zeit für. Das ist eine Menge Arbeit. Du hast recht. Was mich jetzt noch interessieren würde, das Wachs. Wachs? Ja, wo kommt denn das her? Kommt das auch aus dem Erzgebirge? Ja, wir verwenden nur Materialien aus dem Erzgebirge. Das Wachs, das Holz, die Kerzen, das Wachs, der Leim, das Wachs, alles aus dem Erzgebirge. Wachs auch? Das Wachs auch. Alles aus dem Erzgebirge? Alles aus dem Erzgebirge. Dort auch? Dort auch. Toll. Was hört man an? Gern. Da müsst ihr vielleicht. Ja, da könnte Weihnachten ja jetzt kommen. Wenn Sie Interesse haben an Weihnachtskerzen von Jochen Brömseklöten, dann können Sie die auf der Homepage bei uns bestellen unter www.weihnachten-mit-wolfgang-und-anneliese.tv/Weihnachtsshow2007/Reportagen-mit-Inka-Palast/Weihnachten. Ich habe meine Oma gefragt, warum das bei der immer so supi lecker schmeckt. Da hat die gesagt, weil ich da nur gute Sachen rein tue. Okay, komm halt nur gute Sachen rein. Hier, meine richtig guten Legends. Reiner.